Das sollten Sie sich ansehen, Sir. Jetzt, wo ich die Basis Hammerfest zerstört und die Schallkristalle der GDI gestohlen habe, wollte ich mich doch in aller Form bei Ihnen bedanken, Commander. Ich bin ein wahrer Fan der Panzertechnik und der Disruptor wird ein Schmuckstück meiner Sammlung abgeben. Oh, bevor ich's vergesse. Tut mir leid wegen Ihres Bruders, McNeil. Ich habe gehört, er ist ausgesprochen langsam und schmerzvoll gestorben. Wir empfangen Schallschwingungen von einem Nordpanzerzug aus Richtung Süden. Das sind die Kristalle. Wenn wir den Zug angreifen, bevor er die Nordbasis erreicht, kriegen wir sie vielleicht zurück. Entreißen Sie Kanes gierigen Fingern diese Kristalle, Mac. Alles klärchen und damit willkommen zurück bei Command & Conquer Operation Tiberian Sun. Und jetzt wird's, glaube ich, das erste Mal knifflig, wenn ich mich nicht allzu blöd anstelle. Es ist lebenswichtig, dass Sie verhindern, dass dieser Zug den Nordstützpunkt erreicht. Denken Sie daran, wenn man die Lokomotive erwischt, hält der Zug augenblicklich an. Die Eisschmelze in den letzten Tagen hat Ihre einzige Eisenbahnbrücke unbrauchbar gemacht. Nordbautrupps sind unterwegs, um sie zu reparieren, also beeilen Sie sich. Sie können die Kristalle leicht zurückholen, wenn Sie den Zug erwischen, bevor Nord die Brücke reparieren kann. Sonst müssen wir den Stützpunkt angreifen, um die Kristalle wiederzubekommen. Ja, das ist der kleine Haken an der Mission. Wir haben wirklich nur begrenzt Zeit. Sollten wir es nicht schaffen, den Zug aufzuhalten, dann kriegen wir Verstärkung und müssen einen Stützpunkt errichten, was ziemlich schwierig ist, weil es kaum passendes Gelände für einen richtigen Stützpunkt gibt und es gibt auch kaum Tiberium in der Gegend. Also würde ich es ehrlich gesagt ganz gerne bevorzugen, wenn wir das Ganze auf Anhieb packen. So, pass mal auf. Gefechtskontrolle wird übergeben. Bitte warten. Ich speichere direkt hier mal ab. Ich habe auch die Spielgeschwindigkeit wieder runtergesetzt, hier auf Mittel. Sicher ist sicher. So, da haben wir den Zug, der jetzt gleich... Wir verfolgen derzeit den Nordzug mit der Zielfracht. Geheimdiensten zufolge ist die Brücke zerstört und wir können den Zug vor der Instandsetzung der Brücke übernehmen. Ja, die Brücke ist wegen einer Eisschmelze zusammengebrochen. Sowas kann schon mal vorkommen, ja. Und das hier ist der Außenposten, den wir angreifen müssen. Und hier oben ist unsere Truppe. Ich würde sagen, die Ingenieure da in die Jungs rein und mit euch fahren wir dann gleich mal vor. So, okay, ihr seid Team 2, ihr seid Team 1 und ihr beiden seid Team Zero. Meine Truppentransporter sind grundsätzlich Team Zero. Und wir müssen schauen, dass wir uns bewegen. Wir müssen uns schnell bewegen. Boah, ich kenne nur leider den Weg überhaupt nicht mehr. Den Außenposten, da lassen wir einfach mal stehen. So wenig Gegner wie möglich auf uns lenken. Das ist wichtig. Hier müssten wir theoretisch jetzt ankommen. Ich hoffe es zumindest. Oh. Nee. Zieht weiter. Das macht Team 2. Wir müssten einen Weg finden, wie man da runterkommt. Scheiß jemand zurück. Ah, nee, da. Okay, go. Ich glaube, da kommen wir tatsächlich hin. Ja, wir haben natürlich... Oh, Stealth-Panzer. Sie verwenden Stealth-Panzer. Kacke, wie mies ist das denn? Oh, shit. Hä, was haben wir denn da oben, bitte? Was ist denn das? Kenne ich ja gar nicht. Komm schon. Okay. Mit den Schwebepanzern könnte man normalerweise hier runterfahren und dann die Lokomotive so ausschalten. Muss ich mal gucken, wo der hinfahren wollen würde. Okay, Team 1 vorrücken. Zerstört mir den Laserturm, dann können wir nämlich da an die Lokomotive ran. Ich sehe noch keinen Ingenieur, das ist gut. Oh scheiße, Mutter von BMT. Und die schicken Infanterie los. Okay, ihr zwei müsstet mir jetzt das Feuer... Ihr zwei konzentriert euch jetzt mal da auf die Lokomotive. Komm schon. Kommt schon. Ja, Mann. Okay, Lokomotive ist zerstört.
Kommt schon, schaltet sie aus. Die BMT ist zu uns vor. Wow. Okay, das läuft gut. Okay, Infanterie zurück. Panzerdivision, wir schnappen uns jetzt hier diesen Laser Tower. Ich speichere hier mal ab. Das war jetzt sehr, sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass man hier so schnell hinkommt. Ich bin normalerweise immer hier runtergelaufen, habe mich dann mit dem Checkpoint hier auseinandersetzen müssen. Bin dann hier irgendwo gelandet und bis man hier oben angekommen ist, haben sie die Brücke längst repariert. So, hier hinten drin im Güterwaggon, da sind die Kristalle. Wie gehen wir jetzt vor? Wir müssen schauen, dass wir... Boah, ich weiß gar nicht, können die Lasertürme da hochschießen? Ich hoffe nicht. Das wäre ziemlich blöd. Wir sollten auf jeden Fall mit der Infanterie die Panzer angreifen. Kann mal schauen, ob ich da was anlocken kann. Wir können inzwischen eigentlich die Spielgeschwindigkeit wieder hochstellen, weil der Zug ist zerstört. Da passiert nicht mal allzu viel. Okay, sie schicken Infanteristen los. Die feuern jetzt schon mit ihren Panzern auf uns. So, mal schauen, ob das geht. Wieso geht denn der so weit hinter? Boah, das gibt's doch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir den da weglocken. Ja, ja, komm. Put. Komm mit. Einheit verloren. Ach, kacke. Dann machen wir das jetzt anders. Geht nicht. Geht leider nicht anders. So, komm. Der muss weg. Jetzt haben sie die Brücke repariert inzwischen, siehst du? Das heißt, normalerweise würde jetzt der Zug weiterfahren. Da wir aber die Lokomotive zerstört haben, logischerweise fährt das Ding nirgendwo mehr hin. Einheit verloren. Oh Mann. Ja, genau. Räumt ihr mal da unten auf. So, okay. Ach, jetzt haben sie das Ding getriggert. Das war blöd. Wir schnappen uns jetzt erst nochmal die Lasertürme. So, wenn der weg ist, wer von euch hat am meisten Leben? Du hast am meisten Leben. Dann schicken wir den mal da drauf. Halt, warte. Spiel speichern. Ganz kurz das Spiel speichern. Okay. Theoretisch müsste es das gewesen sein. In 8 Minuten wieder. Wieder so eine Shot-Mission. Einsatz erfolgreich. Boah, schick. Okay, Effizienz 105%. 7000 Ressourcen hatten wir am Ende. Okay. 8,5 Minuten hat's gedauert. Das finde ich... Ja, 6 Minuten 14 laut dem Ding. Ich gehe da lieber nach meiner eigenen Aufnahmezeit. Okay, dann hüpfen wir gleich weiter in die nächste Mission. Und eigentlich beginnt jetzt ein neues Kapitel. Das wird etwas... Ich sag's mal so, der Schwierigkeitsgrad wird jetzt definitiv angehoben. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge.